Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Jungfrau, ich werde dir hier eine Karte vom Orakel der Göttin ziehen. Da ist dann ein bisschen Text drauf. Am Ende der Legung hier auf YouTube werde ich dann noch aus dem Begleitbuch vorlesen. Okay? Für die, die es detailliert wissen wollen. Okay? Also schauen wir mal. Für Jungfrau bitte im Februar 2023. Entschuldigung. Februar 2023 für Jungfrau, Jungfrau, Jungfrau. Diese hier, okay. Gucken wir mal. Coventina, Reinigung. Es ist Zeit für eine reinigende Entgiftung deines Körpers und Geistes. Eine reinigende Entgiftung deines Körpers und Geistes. Ich denke, Körper, ja, das ist so ein Thema für sich. Soweit ich weiß, da kann man da, oder wenn man funktionierende Nieren hat, kann man davon ausgehen, dass der Körper eh gereinigt wird. Vielleicht geht es auch um äußerliche Pflege hier. Ja? Wer Hammam-Handschuhe nicht kennt, sollte die kennenlernen. Hammam-Handschuhe, Hammam-Peeling, wo man die Haut abreiben kann und unter der Dusche, ja, die tote Haut. Würde euch wundern. Ich werde jetzt schauen, was die Karten sagen. Jungfrau, Entgiftung deines Geistes. Es ist so oft kommt dieses Thema. Ich glaube, ich mache mal eine Legung für alle, wo es einfach nur darum geht, die Vergangenheit loszulassen. Oder lebe im Hier und Jetzt, nehme die Präsenz wahr, nehme die Gegenwart wahr, denke nicht an gestern, denke nicht an morgen oder genieße den Moment. Das sind alles, das klingt floskelartig. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier dieses Wasser hier probiere, mich nicht davon beeinflusse, wie ich damals irgendwo in der Türkei vom Wasserhahn getrunken habe und danach Durchfall hatte. Ja? Dass ich das, zack, nicht bedenken darf, während ich hier dieses Wasser hier probiere. Gleichzeitig darf ich mir hier nicht Gedanken darüber machen, wie dieses Wasser mich danach vergiften könnte. Sondern einfach trinken, schmecken. Das ist das. Wenn du mit einem Job konfrontiert bist, ja, wenn du da dir Gedanken in einem Job machen musst, dann oder lass hier nicht negative Einflüsse aus der Vergangenheit deine oder lass da nicht zu, dass deine Gedanken, deine Sinne davon betrübt werden, dass du da einen Irrweg einschlägst, einfach nur weil du mal in der Vergangenheit etwas Schlechtes erlebt hast und jetzt das Gleiche befürchtest in Richtung Zukunft. Ist immer das Gleiche. Ja, Ängste aus der Vergangenheit, die in die Zukunft projiziert werden und dann vergisst man, was da vor einem steht. Kann es nicht neutral beurteilen. Wenn da ein Mensch vor dir steht, ja Kopf, wenn du jetzt die ganze Zeit betrogen wurdest, ja, und jetzt steht da jemand vor dir und dieser Mensch ist treu. Ja, nicht verkacken in diesem Moment, gell? Ich werde, glaube ich, mal eine allgemeine Legung machen diesbezüglich für alle, um da mal das aufzuschlüsseln, ja, damit wir ein bisschen dieses Thema loslassen können, weil es kommt zu oft vor momentan. Es klingt wie ein spirituelles Thema, es klingt wie ein Yogi-Thema, aber ich habe auch in meinem Arbeitsalltag, damals als IT-Managerin, ich war in der IT-Welt früher und ich hatte dort sehr viel Erfolg. Ja, wurde sehr schnell zweimal befördert und ich denke, eins der wichtigsten Themen war, dass ich bei Entscheidungen mich auf die Entscheidung konzentriert habe und nicht die Vergangenheit mit einfließen ließ oder Angst vor der Zukunft hatte. Und ich habe so oft im Arbeitsalltag einfach gesehen, wie Menschen genau das nicht schaffen. Die haben eine Fragestellung vor sich und da kommt die Angst, die Erinnerung.
Und dann die Angst. Und die Entscheidung geht dahin. Die Fakten liegen da. Man kann da eigentlich objektiv eine sehr sichere, genaue Entscheidung treffen, sehr gut beurteilen, aber es geht nicht. Sehe ich sehr oft im Alltag. Und die Kassiererin, die frech zu dir ist. Du hast da nichts getan. Du wolltest einfach nur ganz normal zahlen. Die hat dich gar nicht so wahrgenommen. Als diese freundliche Person, die da einfach nur zahlen möchte und einfach weggehen möchte. Lässt sich beeinflussen vom Arschloch, den sie vorher bedienen musste. Und hat Angst davor, dass du auch ein Arschloch bist. Siehst du? Und der Moment ist dahin. Ja. Mäßigkeitskarte. Heilung. Heilung. Wir sehen auch hier, ja, so diese Nähe zu Wasser, ja. Hier hat sie ein Kelch in der Hand, hier trägt sie auf diesem Bild, Coventina trägt hier eine Taube in der Hand. Ich muss jetzt hier noch einen banalen Hinweis machen. Wenn ich Mäßigkeitskarte als Tageskarte habe bei mir, dann ist das meistens am Waschtag, wo ich die Waschmittel, oder da muss ich dann die Waschmittel genau abmessen und wie viel Weichspüler tue ich da rein, wie viel Hauptspülmittel tue ich da rein. Und einige von euch könnten gerade diesbezüglich vielleicht, ja, ist jetzt ein banaler Hinweis, ein bisschen genauer gucken müssen. Ich persönlich hatte in der Vergangenheit sehr oft Hautprobleme. Und dann habe ich gewechselt auf Babywaschmittel und dann war es wieder gut. Okay, vielleicht musst du so etwas anschauen. Falls du juckende Haut hast, trockene Haut hast, Akne oder so, dann schau auch mal bei den Waschmitteln, die du benutzt, ja, für deine Kleidung, ob da irgendetwas ist, das irgendetwas reizt und dir Beschwerden verursacht. Okay? Mäßigkeitskarte hier als erste Karte. Bei der Mäßigkeitskarte geht es darum, dass man im Hier und Jetzt ist. Ja, da ist das Wasser. Ist. Nicht war Wasser, auch nicht wird Wasser da sein, sondern dieser Engel steckt den Fuß in das Wasser und nimmt das Wasser so wahr, wie das Wasser ist. Okay? Mit welchen Situationen auch immer du im Februar konfrontiert bist, nimm die Situation so wahr, wie es ist. Nicht so, wie es für dich in der Vergangenheit war, nicht so, wie es sein könnte, sondern so, wie es ist. Okay? Objektiv. Objektiv bleiben. Bei der Mäßigkeitskarte wird hier ein kalter Kelch in der Hand gehalten und hier ein heißer Kelch. Es geht um diesen Abgleich zwischen heiß und kalt. Ja, heiß und kalt, dass man da die Mitte findet. Die Mitte. Teufelskarte. Ein Teufelskreis. Da ist ein Teufelskreis bei dir. Und es könnte dann dafür sorgen, dass es dir etwas kaputt macht, was eigentlich nicht hätte kaputt gehen müssen. Okay? Die Teufelskarte an sich ist hier im Moment einfach nur informativ. Wir haben hier die 14. Großarkana, 15. Großarkana. Die Mäßigkeitskarte ist die offizielle Neutralisierungskarte für den Teufel. Okay? Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass du diese Teufelskarte als Information dafür nehmen sollst, dass es da etwas gibt bei dir, das immer wieder falsch läuft. Du gerätst immer wieder irgendetwas, oder du sagst, oder irgendwie gerate ich immer wieder an untreue Menschen. Irgendwie gerate ich immer wieder an schlechte Chefs. Irgendwie gerate ich immer wieder an schlechte Autos, ja. An diesem Punkt, ja, bist du jetzt in einem Stadium, wo du dich fragen musst, was mache ich falsch, das mich immer wieder in diese Situation bringt. Du bist nicht der Schuldige, die Schuldige, falls du betrogen wirst. Um das geht es nicht. Aber wenn du da mehrmals immer wieder Betrüger anziehst, ja, dann musst du schauen, dass du bei dir zumindest irgendetwas umschaltest, das dafür sorgt, dass du diese Leute nicht anziehst, ja. Solche Leute wird es immer geben. Die gibt es überall. Blöde Chefs gibt es überall. Untreue Menschen gibt es überall. Scheiß Autos gibt es überall. Du musst für dich als Zentrum deines Lebens, musst du dir überlegen, was kann ich tun, damit es zumindest außerhalb, ja, von meinem Leben bleibt. Okay? Zehn der Münzen.
Okay. Hier geht es darum, dass die Mehrheit unter euch Themen wie feste Beziehung, Ehe, Verpflichtung, so dieses feste Zusammensein, Offiziellmachung, Bekanntmachung mit Schlechtem verbindet. Entweder hattet ihr in der Kindheit sehr schlechte Erfahrungen diesbezüglich, ja, dass ihr, oder dass du sagst, ja, meine Eltern waren verheiratet und deswegen war es dann so und so und so und so schlecht. Oder immer dann, wenn ich mich fest an jemanden gebunden habe, kam es dann so schlecht. Okay. Assoziierst da was Schlechtes damit, hier mit jemandem fest zusammen zu sein. Und es ist halt schon so, sobald, ja, hier auf Türkisch sagt man, sobald man über die Brücke gegangen ist, und bei 10 der Münzen ist, da wo dann eine Ehe herrscht, eine Verpflichtung herrscht, man an jemanden gebunden ist, ja, ist es schon so, dass sich dann Menschen denken, ah, jetzt kann ich mir da was rausnehmen, ah, jetzt kann ich mir da was leisten, weil Jungfrau kann jetzt nicht einfach so weggehen. Das ist schon so. Das ist schon so, aber es gibt da Mittel und Tools, um sowas zu verhindern. Gucken wir mal. 5 der Kelche. Die Herrscherin. Hier ist dein Gegenüber. Hier ist dein Gegenüber. Mit 5 der Kelche leidet dein Gegenüber darüber, dass 10 der Kelche weg ist, dass 10 der Kelche nicht möglich ist. 10 der Kelche bedeutet Happy End. Okay. Und ich bin nicht jemand, ja, ich bin nicht eine, die solche Dinge einfach so sagt, Jungfrau, aber ich sehe bei deinem Gegenüber gar nicht erst die Absicht, hier dich an sich zu binden, nur um sich dann gewisse Dinge erlauben zu können. Das sehe ich hier nicht. Ich habe hier, siehst du hier 5 der Kelche, das ist so dieser Umsturz von 10 der Kelche mit diesem Regenbogen, diese Happy Family Karte da. Siehst du hier diesen Regenbogen bei der Coventina? Dieser Mensch leidet hier darunter, dass der Umstand, dass du hier die Vergangenheit mit reinfließen ließ, euren Regenbogen sozusagen auslöschen ließ. Und was ich dir halt hier auch zeigen muss, ist die Herrscherin. Die Herrscherin ist die Königin aller Königinnen. Das heißt, dieser Mensch ist in allen Belangen bereits selbst erfüllt. Okay? Eine Herrscherin läuft nicht rum und sagt sich, ah, ich werde da jemanden an mich binden, nur um dann meine dominante Seite auszuleben. Ein solches Bedürfnis hat eine Herrscherin nicht. Die hat keine Mankos in sich, keine Minus. Oder das sind keine Schlupflöcher, das sind da ist keine Leere oder ähnliches in einer Herrscherin, oder damit sie da losgehen könnte und jemanden suchen könnte, der das ausfüllt. Ja? Und zwar am besten, nachdem man über die Brücke gegangen ist und dieser Mensch dann nicht einfach so abhauen kann. Die Herrscherin ist nicht eine Person, oder kann Mann oder Frau sein, lass dich hier nicht von den Geschlechtern auf den Karten hier irritieren. Die Herrscherin ist nicht eine Person, die sagt, ah, sobald ich Jungfrau geheiratet habe, kann ich Jungfrau abzocken. Nee, die Herrscherin hat Geld. Sobald Jungfrau da auf Facebook mal publiziert hat in einer festen Beziehung, ja, dann kann ich bei Jungfrau einfordern, dass Jungfrau mir Autofahren beibringt. Ist die Herrscherin, das ist eine Königin der Schwerter, Königin der Münzen, der Kelche, der Stäbe. Sorgt für sich alleine sozusagen, ist eine Selbstversorgerin, ein Selbstversorger. Was dieser Mensch hier, worüber dieser Mensch hier vor allem trauert, sind die 10 der Kelche, die hier verloren gegangen sind. Das Happy End, ohne an irgendwelche Auflagen gebunden zu sein. Okay. Wartet hier drauf, dass du hier diese Selbstgespräche hier machst, dass du hier diesen Teufelskreis von dir aus auflöst. Okay? 9 der Kelche. Und das wird dann auch sein. Das wird dann auch sein, du wirst an diesen Punkt kommen, wo du sagst, ja, mit 10 der Kelche kann ich mein Happy End haben. Mit 10 der Kelche kann ich hier mit jemandem durchaus etwas Positives in Richtung Zukunft haben. Auch wenn in der Vergangenheit ja nur Niederlagen da waren. Wir haben hier den Wagen, du machst hier eine Vorwärtsbewegung weg von all dem, was du bisher erlebt hast, hin zu Neuem hier.
Okay, und das ist das Interessante, ich weiß nicht, ob man es da sieht, aber man sieht hier bei der Wagenkarte, sieht man hier hinten die Stadt, Zoom. Siehst du hier die Stadt da hinten? Du bist hier auf dieser Seite und dazwischen ist Wasser. Siehst du das? Du gehst sozusagen über die Brücke. Du wirst dieses Selbstvertrauen haben, du wirst diese Vorwärtssicht haben, die nötig ist, um über die Brücke zu gehen. Ja? Weil davor hattest du ja die ganze Zeit Angst. Meine Eltern gingen damals über die Brücke, deswegen war mein Vater so frech. Deswegen war meine Mutter so kontrollierend, ja, weil die genau wussten, die können sich nicht einfach so scheiden lassen. Weil ich mit Matthias, mit Stefan, mit Maria, mit was weiß ich, oder über die Brücke damals gegangen bin, da ein Versprechen abgegeben habe, wurde dieser Mensch plötzlich alkoholsüchtig. Wurde dieser Mensch plötzlich gewalttätig. Plötzlich ging dieser Mensch und flirtete mit anderen. Weil dieser Mensch wusste, ich kann jetzt nicht einfach so Schluss machen. Das war vorher deine Angst und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, oder wo du einfach die Selbstsicherheit hast, um hier nochmals über die Brücke zu gehen. Ja? Mit Zuversicht. Ohne Angst davor, dass es jetzt wieder so wird wie vorher. Das sind große Arkanas hier. Ja, hier geht es um eine Entwicklung, die von selbst bei dir stattfinden wird, Jungfrau. Es ist nicht so, dass du dich jetzt da hinsetzen kannst, ja, wo ich dir sagen könnte, hol dir diesen Test raus oder Tool oder, keine Ahnung, eine Übung oder so. Nee, das ist etwas, das von selbst bei dir geschieht, ist schon längst im Gange bei dir. Okay, du spürst das schon seit Ende Jahr, spürst du das und im Februar, ja, seit Ende 2022 spürst du das schon und im Februar wird sich das dir dann voll zeigen, diese Verarbeitung der Vergangenheit gepaart mit Zuversicht in Richtung Zukunft. Okay, schauen wir mal. Coventina. Coventina, Reinigung. Es ist Zeit für eine reinigende Entgiftung deines Körpers und Geistes. Botschaft der Coventina. Diese Botschaft soll dir helfen, also verstehe sie bitte nicht als Kritik oder Beleidigung. Deine Gefäße sind durch den übermäßigen Gebrauch chemischer Substanzen verstopft. Der Grund dafür liegt in deiner Psyche. Du hast die Signale deines Körpers zu lange ignoriert und seine Bitten um Entlastung von all den Verunreinigungen überhört. Vielleicht hast du schon bemerkt, wie dein Energieniveau gesunken ist, genauso wie deine Lebensfreude. Doch die Lösung ist in Sicht. Jetzt, nachdem du diese Botschaft erhalten hast, solltest du keinen Augenblick mehr zögern, dein Leben neu zu ordnen. Achte auch genau auf die Inhalte deiner Worte und Gedanken, denn dies ist ebenso Nahrung oder Gift für dich. Wähle die Reinheit und ich verspreche dir, deine Aussichten werden sich verbessern. Reinheit. Waschtag. Bedeutungsspektrum. Folge deiner Intuition und verändere deinen Lebensstil. Höre mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch auf. Meide schädliche Nahrungsmittel wie raffinierten Zucker und Weißmehl. Ernähre dich mehr mit ökologisch angebauten Lebensmitteln. Achte auf positive Gedanken und Worte. Ernähre dich vegetarisch oder vegan, mach eine Fasten- oder Entgiftungskur. Diese Karte kann auch eine Bestätigung sein, dass deine gegenwärtigen Bemühungen um deine Gesundheit richtig sind. Über Coventina. Sie ist eine keltische Göttin der Gewässer, der Bäche, Flüsse, Seen und Meere. Sie schützt sowohl die Gewässer als auch ihre Bewohner und sie überträgt dir gerne eine göttliche Umweltschutzaufgabe, wenn du darum bittest. Es gibt ihr gewidmete Wunschbrunnen. Münzen mit einem Wunsch in einen Brunnen zu werfen, ist selbst heute noch üblich. Coventina lässt diese Wünsche in Erfüllung gehen. Da unsere Körper zum größten Teil aus Wasser bestehen, hilft sie uns auch dabei, unsere Körper zu reinigen. Sie erinnert uns daran, dass Reinigung ebenfalls Reinheit im Denken und Sprechen bedeutet, was unserem Körper und unserem Leben Kraft und Stärke verleiht. Ich werde jetzt hier mit diesen Karten schauen, wie es hier weitergeht, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was dein Gegenüber hier vor dir versteckt. Und hier mit diesen Karten werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.